Am Südhang des Arno-Tals, auf einem der höchsten Punkte von Florenz, steht San Miniato, eine der schönsten Kirchen Italiens. Erbaut im 11. Jahrhundert auf dem Platz einer frühchristlichen Begräbnisstätte. Die Fassade aus weißem und grünem Marmor erstrahlt im warmen Abendlicht besonders schön. Antikisierende Stilelemente der romanischen Kirchenfassade, wie etwa die Rundbögen und die kannelierten Pilaster, waren später Vorbild für die Architektur der Renaissance. Deshalb spricht man hier auch von Proto-Renaissance. Der Adler ist ein Symbol für die Arte di Calimala, die Zunft der Kaufleute, welche die Kirche verwaltete. Ebenso wie bei Santa Maria Novella dominieren einfache geometrische Grundformen wie das Quadrat und der Kreis. Die Kirche erhielt ihren Namen nach dem Märtyrer Minias, der während der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert enthauptet worden war. Hier rechts abgebildet. Unter der Portalöffnung im Obergeschoss sitzen zwei Löwen. Möglicherweise zur Abwehr böser Geister. Die Fassade wird bereichert durch teppichartige Muster orientalischen Ursprungs und durch figürliche Plastiken. Die beiden links und rechts angebrachten Köpfe scheinen ebenso wie die Löwen eine Schutz- und Wächterfunktion auszuüben. Ganz offensichtlich war diese Fassade Vorbild für Santa Maria Novella. Die späteren Ideale der Renaissance, Ausgewogenheit und Harmonie, sind bereits für diese Fassade prägend. Der Innenraum besteht aus einem dreischiffigen Langhaus ohne Querschiff. Durch zwei Schwibbögen wird er in drei gleichmäßige Abschnitte unterteilt. Der offene Dachstuhl stammt zwar aus gotischer Zeit, spiegelt aber den romanischen Eindruck wider. Eindrucksvoll ist die dekorative Bemalung. Geometrische Motive der Fassade finden sich hier wieder. Das Zentrum des Mittelschiffes wird beherrscht von einem tonnengewölbten Marmorziborium, entworfen von Michelozzo ab 1448. Aufgestellt direkt vor dem stark erhöhten Chorraum. Die glasierte Terrakotta-Dekoration der Wölbung stammt von Luca della Robbia. Die Bilder wurden 1396 von Agnolo Gaddi geschaffen. Sie erinnern an ein Wunder aus der Vita des heiligen Giovanni Gualberto.
Danach soll sich das Kreuz, das hier gestanden hatte, zum Heiligen herabgebeugt haben, um ihn dazu zu bewegen, den Mördern eines Verwandten zu verzeihen. Die prächtige Marmorkanzel stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Das Lesepult wird von drei Evangelistensymbolen getragen: dem Vogel, dem Engel und dem Löwen. Im Jahre 250 nach Christus hatte der heilige Minias unter Kaiser Decius in Florenz das Martyrium erlitten. Nach seiner Enthauptung soll er mit dem eigenen Kopf in den Händen noch jenen Hügel südlich des Arnos erklommen haben, wo heute die cluniazensische Benediktinerkirche San Miniato steht. Der Chor wird vom Langhaus durch prachtvolle Marmorschranken abgegrenzt. Das Apsismosaik im byzantinischen Stil zeigt Christus als Pantokrator. Das Haupt ist umgeben von einem Kreuznimbus. Christus trägt ein rotes Chiton als Zeichen seiner Menschlichkeit und ein blaues Himation als Zeichen seiner Göttlichkeit. Maria. Der Löwe für den Evangelisten Markus. Links Maria und rechts der heilige Minias haben die Rolle von Fürsprechern der sündigen Menschheit. Der Vogel für den Evangelisten Johannes. Der heilige Minias. Der geflügelte Stier für den Evangelisten Lukas. Der Engel in Menschengestalt für den Evangelisten Matthäus. Mein zweiter Besuch der Kirche San Miniato al Monte war an einem Vormittag bei ganz anderen Lichtverhältnissen.
Die imposante Marmorfassade, begonnen etwa 1090, ist ebenso wie das Baptisterium ein Paradebeispiel florentiner Romanik oder Protorenaissance. Die untere Zone ist durch 5 Blendarkaden gegliedert, die auf Halbsäulen ruhen und durch einfache geometrische Formen hinterfangen sind. Typisch für Florenz ist der zweifarbige Inkrustationsstil mit weißem Marmor aus Carrara und grünem Marmor aus Prato. Der untere Bereich mit einem von 3 Portalen durchbrochenen Portikus zeigt sich im Stil einer antiken Palastfassade. Die halbkreisförmige Bogenreihe war auch Vorbild für das Ospedale degli Innocenti. Der mittlere Bereich ist in 2x3 Quadrate aufgeteilt. Zusammen mit dem Dreiecksgiebel zeigt er sich als klassisch antike Tempelfront. Teppichartige Muster orientalischen Ursprungs. Im Dreiecksgiebel wird der Gegensatz zwischen den Rundbögen der Basis und der quadratischen Gliederung des mittleren Teils nochmals aufgenommen. Das Mosaik, begonnen etwa 1260, zeigt in der Mitte Christus, links Maria und rechts den heiligen Minias, italienisch San Miniato, den Schutzheiligen der Kirche. Christus wird im byzantinischen Stil als Weltenrichter und Allherrscher, griechisch Pantokrator, dargestellt. Er trägt ein rotes Untergewand, ein Chiton und ein blaues Obergewand, ein Himation. Rot für die Menschlichkeit, blau für die Göttlichkeit. Maria und auf der anderen Seite der heilige Minias haben die Rolle von Fürsprechern der sündigen Menschheit. Der heilige Minias, ein armenischer Prinz, hatte seine Heimat verlassen, um eine Pilgerreise nach Rom zu machen. Etwa um 250 kam er nach Florenz und lebte dort als Eremit. Typisch byzantinisch ist auch die Gewandbildung mit dem kunstvollen Faltenwurf und dem Kontrast zwischen blauer Farbgebung und glänzenden Goldanteilen. Die sternförmige Intarsie über der Christusfigur betont ihren herausgehobenen Rang. Ebenso wie das Kreuz im Giebel. Unter dem Mosaik befindet sich eine vom Erdboden aus unerreichbare Portalöffnung. Sie ist ein Symbol für den Eingang zum Reich Gottes. Die Tempelfront verkörpert das Göttliche und thront über den weltlich-kaiserlichen Triumphbögen. Hierdurch sollte die zunehmende Bedeutung des Papsttums gegenüber der Stellung des Kaisers seit etwa Mitte des 11. Jahrhunderts symbolisch zum Ausdruck gebracht werden. Denn im Gegensatz zum ghibellinischen, das heißt kaiserfreundlichen Siena, war Florenz überwiegend guelfisch, das heißt papstfreundlich.